Moin und herzlich willkommen bei Let's Play Trains A New Era. Ihr seht hier gerade das Fenster mit der Arbeitsanweisung. Wir fahren heute einen Zug in Hamburg auf der U-Bahn-Linie U1 von Ohlsdorf in Richtung Wandsbek-Markt, und zwar bis Klosterstern. Und als erstes sollen wir jetzt aus dem Kehrgleis an den Bahnsteig heranfahren. Hier in Ohlsdorf liegen die Bahnsteige der U-Bahn und der S-Bahn Seite an Seite. Hier rechts von uns liegt auch noch das Ohlsdorfer Schwimmbad mit Freibadebecken. Und am Sonnabend spielt diese Aufgabe, da haben wir einen 10-Minuten-Takt auf der Gesamtstrecke der U1. Und zusätzlich gibt es Verstärkungszüge zwischen Ohlsdorf und Wandsbek-Markt. 4 Wagenzüge, also Kurzzüge, die in der 5-Minuten-Lage eingeschoben zwischen den anderen Zügen verkehren. Wir halten jetzt mal hier an am Bahnsteig. So, und wenn wir uns nach links umgucken, da sehen wir auch nochmal den Bahnsteigteil der S-Bahn, und da kommt auch gerade ein Zug der S1 angefahren und hält hier neben uns. Vorne links seht ihr auch noch das S-Bahn-Betriebswerk Ohlsdorf, in dem die Hamburger Züge gewartet werden. Ihr werdet euch jetzt wundern, warum wir hier keine Armaturen haben, keinen Führerstand. Nun, das hängt davon ab. Man kann ja in Trains hin und her schalten und sich zum Beispiel auch hier in den Führerstand reinsetzen. Allerdings hat der Erbauer dieses Zuges das so konstruiert, dass man in dem Fall, wie ihr eben gesehen habt, die Brille des Zugfahrers sehen würde, und ich finde die Ansicht nicht so schön. Deshalb fahre ich jetzt hier sozusagen in einer Innenansicht, die knapp vor dem Führerstand sitzt. Ja, und jetzt fahren wir raus. Die S-Bahn ist auch schon losgefahren. Jetzt geht es hier lang in Richtung Sengelmannstraße. Hier stehen noch ein paar Gebäude zwischen den Gleisen von S-Bahn und U-Bahn, und dann zweigt die U-Bahn immer weiter in Richtung Westen ab und fährt durch einen Einschnitt. Wir erreichen jetzt bald Sengelmannstraße. Links steht schon das Vattenfall-Hochhaus und im Hintergrund seht ihr weitere Bürogebäude. Das ist die City Nord, die in den 1970er Jahren sozusagen ein Vorzeigestadtteil war. Man wollte damals Wohnen und Arbeiten komplett voneinander trennen und hat hier ein Muster geschaffen, wie man sich einen reinen Bürostadtteil damals vorgestellt hat. Zurückbleiben, bitte. Rechts seht ihr noch einen Geisterbahnsteig liegen. Bereits seit den 1980er Jahren plant man in Hamburg an einer weiteren U-Bahn-Linie, die östlich der Alster in Richtung Innenstadt führen soll. Wir fahren hier gerade jetzt weiter Richtung Alsterdorf und sehen hier noch, wie inzwischen bei diesem Bahnsteig auch schon das Gras gewachsen ist. Zurzeit, 2016, sind die Planungen gerade wieder aufgenommen worden und wir werden sehen, ob das dann dieses Mal was wird. Wir fahren hier jetzt weiter an der City Nord entlang und rechts seht ihr auch eine Einfamilienhaussiedlung. Hier links kommt uns ein Güterzug entgegen. Das dritte Gleis dort mit Oberleitung ist die Hamburger Güterumgehungsbahn, die von Rothenburgs Ort über Barmbek bis nach Eidelstedt führt. Ach,
Links seht ihr ein sternförmiges Gebäude. Das ist das Hamburger Polizeipräsidium. Und auf der rechten Seite liegt Alsterdorf, ein Wohn- und Gewerbestadtteil. Zurückbleiben, bitte. Nachdem wir hier die Karl-Kohn-Straße überquert haben, senkt sich die U-Bahn-Strecke ab und wir fahren hier unter der Güterumgehungsbahn durch. Die Güterumgehungsbahn liegt jetzt rechts von uns. Hier kommt uns gerade ein weiterer Kurzzug entgegen, so ein Verstärkungszug wie der, mit dem wir auch unterwegs sind. Und hier sieht man jetzt, dass die Güterumgehungsbahn und die U-Bahn sich trennen. Die Güterbahn biegt jetzt ab in Richtung Eidelstedt. Und wir erreichen gleich die Haltestelle Lattenkamp. Rechts an der Bebelallee entlang stehen Backsteinvillen. Wir sind nicht weit vom Alsterlauf entfernt. Das ist hier eine der teureren Wohnlagen Hamburgs. Zurückbleiben, bitte. Hier südlich der Haltestelle Lattenkamp gibt es eine Gleisverbindung. Wir fahren hier auf der U1-Strecke weiter auf einem Damm entlang mit guter Sicht zu beiden Seiten und fahren jetzt durch Winterhude, ein sehr bevölkerungsreicher und dicht bebauter Wohnstadtteil. Es ist nicht weit zwischen Lattenkamp und der folgenden Haltestelle Hudtwalker Straße. Da vorne kommt sie schon in Sicht. Wenn wir jetzt gleich weiterfahren, überqueren wir nacheinander erst den Leinfahrtkanal und dann die Alster. Zurückbleiben bitte, zurückbleiben bitte. Unser Gegenzug fährt hier ab und wir fahren jetzt auch weiter. Wir fahren jetzt aus Hudtwalker Straße aus. Und da vorne überqueren wir nach dieser großen Straße die Sierichstraße. Das ist eine Einbahnstraße vormittags stadteinwärts und nachmittags stadtauswärts. Die wird also mit wechselnden Verkehrszeichen umgeschaltet. Hier ist wieder eine Arbeitsanweisung. Wir sollen in Kellinghusenstraße den Anschluss zur Linie U3 sicherstellen, die rechts von uns am Bahnsteig halten wird. Links war eben das Johanneskloster zu sehen und jetzt kommt von links die Strecke der U3 hinzu, fährt hier unter der U1 hindurch, kommt rechts auf einer Rampe hoch und da vorne sind die beiden Bahnsteige.
Die Haltestelle Kellinghusenstraße wird im Richtungsbetrieb betrieben. Das heißt, die beiden Züge hier am rechten Bahnsteig halten auch gleichzeitig an im Idealfall und die Fahrgäste können in beiden Richtungen umsteigen. Wenn jetzt im Berufsverkehr natürlich sehr dichter Takt herrscht, dann wird hier nicht immer zwangsläufig der Anschluss sichergestellt. Dann ist auch eine Wartezeit von 2 Minuten mal zumutbar. So sieht das von oben aus. Und hier rechts, da habt ihr schon wieder ein Schwimmbad da vorne mit den 2 Gewölben. Das ist das Holthusenbad. Und da kommt rechts der Zug der U3 angefahren. Und auf der gegenüberliegenden Seite am linken Bahnsteig, da kommen auch die beiden Züge von U1 und U3. Auch dort kann man am gleichen Bahnsteig umsteigen. Von der einen Bahnsteigrichtung in die andere über die Fußgängerbrücke hinten, das schafft man allerdings nur, wenn man sehr schnell zu Fuß ist oder gerade die Züge passend kommen. Wir fahren jetzt weiter und fahren hier aus Kellinghusenstraße aus. Hier unten gibt es noch ein paar Abstellgleise und wir fahren jetzt durch den Hamburger Stadtteil Eppendorf. Hier trennen sich jetzt die Strecken von U1 und U3 wieder. Wir fahren unter dem einen Richtungsgleis der U3 hindurch. Jetzt geht es über den Isebeek-Kanal und dann in den Tunnel. Und zwar geht es gleich mit einer sehr engen Kurve hier unter den Gebäuden von Eppendorf durch. Auch diese Linienführung resultiert wieder daraus, ein Problem, das man heute auch oft hat, dass es Konflikte mit den Anwohnern gab. Ursprünglich sollte die Strecke einen anderen Verlauf nehmen und dann hätte man sich diese enge Kurve gespart. Und die Haltestelle Klosterstern, in die wir jetzt einfahren, hätte auch nicht in einer Kurve gebaut werden müssen. Aber andererseits war dieser Verlauf eben durchsetzbar. Die Gestaltung der Haltestelle ähnelt noch sehr stark dem Zustand von Anfang der 1930er Jahre, als die Strecke in Betrieb genommen wurde. Zurückbleiben bitte. Während wir jetzt einen längeren Streckenabschnitt nach Hallerstraße hin im Tunnel fahren, können wir einmal einen Blick auf den Fahrplan hier werfen. Ich blende den Fahrplan mal ein und klicke auf Gesamten Fahrplan anzeigen. Und jetzt sehen wir, teilweise sind wir zu früh gewesen, teilweise ein bisschen zu spät, aber im Mittel sieht das ja ganz gut aus. Die Haltestelle Hallerstraße liegt nicht mitten unter der roten Baumchaussee wie der Tunnel, durch den wir bisher gefahren sind, sondern ist nach Osten verschwenkt und darum macht unsere Strecke hier auch eine Verschwenkung. Hallerstraße liegt nicht so tief wie die übrigen Haltestellen der U1, sondern nur auf der Ebene minus 1 sozusagen. Hier links habt ihr eben gesehen ein rotes Tennisfeld. Das erinnert hier an das Tennisturnier am Roten Baum, das ganz in der Nähe stattfindet. Allerdings ist es nach dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle kürzlich nicht wiederhergestellt worden. So sieht es hier auf dem Bahnsteig aus. Und hier möchte ich euch wieder in die Wirklichkeit entlassen. Wenn ihr diese Aufgabe auch einmal spielen wollt, solltet ihr prüfen, ob folgende Einstellung aktiviert ist bei euch in Trains. Unter Video Settings,
Process Objects Behind Camera. Denn wenn dieser Punkt nicht aktiviert ist, kann es sein, dass beim Ausfahren aus den Haltestellen die Haltestellen verschwinden, weil Trains Objekte, deren Ursprung hinter dem Spielerzug ein Stück zurückliegt, zur Performance-Beschleunigung irgendwann nicht mehr mitrendert. Und damit sage ich Tschüss und wünsche euch viel Spaß.